Also wir haben Anfang diesen Jahres, 2022, uns dazu entschlossen, dass wir nach dem Motto gehen, aus kalt macht neu. Und sind jetzt nach dem Konzept gegangen, dass wir die Tiefkühlwelt in einem ganz, ganz neuen Ambiente erstrahlen lassen wollen. Nämlich in einen viel wärmeren. Wir wollen damit erzeugen, dass der Kunde, unser Gast, länger verweilt in dieser Abteilung, dass diese frostige Stimmung nicht mehr so erzeugt wird, wie es in den letzten Jahrzehnten immer der Fall war. Wir haben unsere Truhen mit Holzelementen verziert, wir haben all unsere tiefgefrorenen Bilder aufgelockert in frische, aufgetaute Bilder. Heute haben wir einen ganz anderen Fokus nochmal auf das Thema Bio und vor allem Regionalität. Aus Lübeck einen ganz tollen Obst- und Gemüselieferanten, Hefeklöße aus Eberswalde, Pizza aus Berlin. Und worauf ich ganz besonders stolz bin, ist, dass wir es jetzt geschafft haben, mit unserer Eismanufaktur aus Rostock zusammenzuarbeiten. Das einzige DDR-Eis im Umkreis und der ganze Softeisbereich, der catcht mich natürlich total. Wenn man in unsere Welt reinkommt, dann befinden sich auf den Truhen und an den Kühlschränken jetzt entsprechende Embleme, wo der Kunde sich belesen kann, auf kurzem Weg, was Tiefkühlung eigentlich ausmacht. Und zum Zweiten haben wir das Ganze jetzt auch noch multipliziert und verlängert in die anderen Welten. Wenn man heute in unsere Obst-Gemüse-Welt geht oder bei uns in die Fleischabteilung, dann findet der Kunde immer wieder Embleme, wo dem Kunden signalisiert wird, dieses Produkt gibt es für dich auch tiefgefroren. Wir wissen heute, nährstoffreichstes Sortiment im Markt. Und das darf man ruhig mit Stolz auch mal sagen und dem Kunden auch vermitteln. Kauft bei uns gerne Tiefkühl. Ja, ich bin Tiefkühl-Fan.